es fürchten unter den Dienern Allahs, Allah nur die Gelehrten oder die Wissenden, sagen wir es mal so, die Wissenden. Das bedeutet also, nur diejenigen, die Wissen haben, fürchten Allah. Also, Furcht oder Angst plus Wissen ergibt Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin der Kundigste, also ich habe am meisten Wissen über Allah unter euch und ich bin derjenige unter euch, der ihn am meisten fürchtet. Also dieses Verhältnis zwischen Erkenntnis und Furcht ist eben eine enge Beziehung. Je mehr Wissen, desto mehr Furcht vor Allah, aber auch desto mehr Liebe, desto mehr Geborgenheit, desto mehr Sehnsucht, desto mehr Achtung und so weiter und so fort. Das hängt vom Wissen ab. Und wir haben ja schon öfter dieses Beispiel erwähnt, wenn ein Baby oder sagen wir mal ein Kleinkind, das noch nichts von dieser Welt erfahren hat, wenn es eine Schlange sieht oder ein Skorpion, irgendein gefährliches Tier, dann wird es sich nicht in Acht nehmen, sondern dann wird es wohl eher dieses Tier anfassen wollen. Unser einer, wenn jetzt ein Skorpion hier rumdackeln würde, dann würde jeder den anderen wegschubsen, damit er zuerst rausrennen kann. Warum diese Reaktion? Weil du ganz genau weißt, ein Skorpion ist tödlich. Oder eine giftige Schlange oder sowas ähnliches. Also deine Kenntnis war Ursache für dein Verhalten. Wenn ich Allah nicht fürchte, dann ist der Grund dafür, dass ich Allah nicht kenne. Je mehr ich Allah kenne, umso mehr werde ich ihn fürchten. Wenn ich keine Sehnsucht nach Allah spüre, dann ist der Grund dafür, dass ich ihn nicht kenne. Und es reicht nicht aus, zu wissen, Allah existiert. Diese Kenntnis hatte Iblis auch schon. Und diese Kenntnis hatte Abu Jahl auch schon. Und die anderen Polytheisten. Sondern wir benötigen die weitere Kenntnis über die Eigenschaften Allahs und über die Namen Allahs. Und das muss man immer auffrischen. Das ist ja unser Problem.